Und damit herzlich willkommen zu Let's Play They Are Billions. Nächste Aufnahme, selber Tag. Es ist jetzt 22.58 Uhr. Ich muss sagen, es hat mich jetzt diesmal noch nicht so stark gepackt wie das, wie der Anfang. Aber es macht trotzdem noch Spaß. Und schauen wir doch mal, was wir hier so haben im Umkreis. Ach, es ist jetzt, dass die Giganten sind gerade erst aufgetaucht. Die sind gleich am Anfang noch nicht da, wie mir scheint. Nein, 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 bleib mal hier. Eigentlich kannst du da hingehen. Macht mehr Sinn. Essen? Essen? Das ist ein sehr guter Vorteil am Anfang, wenn man schon mal Essen hat. Das hilft nämlich echt ungemein weiter. Du gehst wieder dahin. Alter, aber Geld. Geld ist da. Alles klar. Auf der Andrea Doria. Ja, ja, das hielten die aus. Oh, das ging ja schnell. So, okay. Eine Gratismühle oder Direktenergieversorgung? Nehme ich doch die Direktenergieversorgung. Die Mühle bringt 30, oder? Ja. Was? Wo? Ach, hier. Hier oben müsste eigentlich genug drin sein. Also hier kann ich auf jeden Fall sehr gut meine Häuser dann bauen. Das sollte ganz gut funktionieren. Ehrlich gesagt, warum habe ich jetzt eigentlich schon wieder getrödelt? Ich weiß nicht, jetzt warte ich trotzdem drauf, bis die hier kommt. Und dann baue ich wieder Häuser. Wie kriege ich dann hier? Muss ich ja nochmal 12 kriegen. Dann nehme ich doch direkt einen 15er. Kriege ich das auch noch hin? 7. Wenn, dann nehme ich die 8er. Hier komme ich auch schneller an Eisen. Ich habe aber dafür weniger Essen. Man kann nicht alles haben. So, und im nächsten Zug wird dann wieder alles in Häuser gesteckt. Ah, ich habe viel mehr Eisen hier. Das ist... Man meint es nicht, aber... In der letzten Mission hätte mir das einiges gebracht. So, hier. Ich weiß übrigens, dass ich mit Patrouillen räumen kann. Der Grund, warum ich es jetzt nicht gemacht habe in der letzten Mission. Es war noch nicht notwendig, das mache ich, damit ich Scharfschützen habe genug. Ich
Ich glaube, mit Bogenschützen hat es noch wenig Sinn. Okay, sobald das nächste Geld wieder reinkommt, viel mehr Häuser. Ach, kein Essen mehr, okay. Jo, müsste passen. Erstmal. Ja, geh mal lieber dahin. Ich habe mich keinen Bock, dass die da rankommen. Und dann baue ich direkt einen Steinbruch. Ich weiß bloß nicht, wo der am besten ist. Hier baue ich dann später auf jeden Fall auch einen hin. Das weiß ich. Naja. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Dann hier noch einen hin und ja. Drei. Mehr wird es wahrscheinlich nicht. Bauen kann ich gerade gar nichts mehr. Also ich habe wirklich so ein gutes Angebot an Eisen. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Okay, jetzt haben wir kein Essen mehr. Da arbeite ich als nächstes wieder dran. Merkt ihr was? Es geht ganz anders. Tag 2 und der hat schon 50% Erfahrung gesammelt. Die Karte ist wieder ganz anders, denn hier wird... Hier ist viel... Hier gehen die Zombies ein bisschen aggressiver wieder vor. Vielleicht liegt es auch daran, wie ich meinen Soldaten positioniere. Liegt ganz sicher daran. Da kriege ich dann nochmal 15 raus. Oh, das wird ein Fest. Wenn ich das hier hinbaue, kriege ich das trotzdem noch hin? Nein. Risiko gehe ich mal ein. Vielleicht war das schon doof. Ja, natürlich! Natürlich! Befördere dich! Okay, damit war es das wieder mit dem Essen. Was können wir denn bauen? Ah, da fehlt mir erstmal noch das Holz. Kommt aber als nächstes. So ziemlich direkt. Ich mach mich hier platt. Attention. Building complete.
Oh, was? Wie? Ich frage mich jetzt gerade echt, wie der so schnell dahin kommt. Warte mal, hier sind zwei Stellen angegeben. Okay, das können wir gleich reparieren. Ich muss sagen, das ist schon eine ganz schöne Masse, die hier kommt. Irgendwie werden wir es noch in den Griff kriegen. Wird schon fertig. Okay, ist wieder geheilt. Wir fangen an. Die Farm ist eigentlich das Wichtigste. Okay. Diesmal müsste es aber klappen. Wir haben schließlich einen Veteran auch stehen. Er kann ein bisschen mehr. Okay. Minus Energie, aber wenigstens haben wir wieder etwas im Griff hier. Ach ja, Energie fehlt ja eh. Okay. So, damit sie auch wirklich dagegen rennen. Warte mal, ist ein Zelt angeschlagen worden? Oh. Oh, also das war schon wieder... Ich hab's nicht mal mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin. Ich hab nur gesehen, da wurden zwei Sachen angegriffen, aber ich hab nicht gewusst, was es war. Das wäre ja schon wieder ein super Ende gewesen. Jetzt habe ich das Problem, ich habe absolut kein Farmland auf dieser Karte. Hier habe ich ein bisschen. Da muss ich auch eine hinbauen. Ach, der Holzwall. Ja, da kann das mal bleiben.
So. Kriege ich hier noch so ein Ding rein? Ganz gut eigentlich. Hier scheint irgendwas Größeres zu sein, denn hier kommen immer mal ein paar Läufer. Nächstes Ziel, Kaserne. Und ein paar Bogenschützen. Ich würde gerne nach hier unten expandieren, bin ich ganz ehrlich. Hier hinten wäre auch nicht schlecht und da sieht es saftig aus. Saftig ist immer gut. Süß und saftig, 1 Mark und 80. 1 Mark und 10. Du, was? Was? Kinderreime. Ene mene Mopel, wer frisst Popel? Süß und saftig, 1 Mark und 80. 1 Mark und 10 und du musst gehen. Ach, das waren noch Zeiten. Damals waren wir noch jung und schön. Jetzt sind wir nur noch und. Ständig übermüdet. Mach mal schneller. Hast du die Holzausbeute? Ist gut. Kann ich nicht anders sagen. Ich hab Essen. Das sollte ich nutzen. Nur mal, also bloß so eine Idee von mir gerade. Ich weiß, ich habe manchmal richtig verrückte Ideen. Ich habe auch manchmal auf Arbeit ganz verrückte Ideen, um die Produktivität zum Beispiel zu steigern, aber ich glaube, die denken wirklich, das sind einfach verrückte Ideen. Plus 13 Leute, das ist mir noch zu wenig. Alle hier runter. Ich muss hier hinter. Beziehungsweise hierher. So, mehr Stein. Mehr Stein ist, lob ich mir. Machen wir mal maximale. Was? Wo? Ach, wieder verarscht. Ich muss das Geld jetzt einsetzen, um Soldaten zu bekommen. Du gehst dahin. Du bleibst hier. Ihr könnt noch immer zweites hin. Hier oben sieht es nicht so gut aus, finde ich. Mal kurz blocken und alle hier runter. Du, Balliste. Dann vergesse ich das nicht. Ich glaube, je länger man wartet, umso mehr verteilen die sich. Ist das ein Stück Stadt? Nee. Glaube ich fast nicht. Ich will nicht hochrennen, weil das ist dann wirklich gefährlich. Okay, sind alles nur Schwächlinge hier. Gehen wir mal fertig. Haben wir auf jeden Fall alles erstmal weggelockt.
Ich will eigentlich hier hinter. Hilf mal kurz mit. Wir reißen den Wall gleich ein. Boah, wo kommt... Geh mal dahin. Hey, 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 hey. Hierher. Lauf durch. Sie ist zwar jetzt verletzt, aber... Das müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Der hält noch ein bisschen durch. So. Nur so. Geh mal hier hinter. Das müsste er schaffen. Okay. Wo müssen wir weitermachen? Die brauchen wir. Und dann kann ich gleich hier runter gehen. Macht sie fertig, Mädels. Nicht lustig. Muss jetzt. Nein! Jetzt wird's hässlich. Okay. Ach, jetzt haben sie wieder ein Stück weggerissen, oder? Nicht gut. Das wird echt übel. Ich habe eigentlich gedacht, das läuft jetzt hier besser. Nein. Ach so, natürlich. Wird er viel abgezogen, natürlich. Ist ja logisch. Oder verschwindet jetzt gleich noch was? Nee. Muss ja viel abgezogen werden. Ich habe mega viel Farmland weggenommen. Hier geht's ganz schön ab, oder? Ein Glück habe ich das gebaut.
Ich glaube, das wäre jetzt wieder so übel ausgegangen. Aber ich glaube, wir haben gerade einen ganz großen Batzen hier rausgezogen. Du hast doch einen schönen Job hier, oder? Ach ja, Veteranensystem. Wie kann ich das vergessen? Eigentlich spiele ich doch immer auf Veteranensystem. Ich lege es ja wirklich darauf an, möglichst viel Veteranen zu haben. Fünf Stein, eins Eisen. Ja, das ist wirklich okay für den Anfang. Eigentlich brauche ich eigentlich mehr Eisen gerade. So. 6 Eisen, 2 Stein. Und dann kann ich hinten und da vorne. Ja, das wäre eigentlich besser. Los. Dann kann ich vielleicht demnächst ein Lagerhaus bauen. Das läuft. Ah, ich hab's falsch platziert. Egal. Wie gesagt, ich spiele ja nicht auf maximale Effizienz, ich spiele auf Spaß. Auf Lebensmittel spielen wäre jetzt auch nicht schlecht. Denn ich habe keine mehr. Wo? Ah ja, die kommen ab und zu halt mal durch. So, jetzt kann ich vielleicht gleich das so bauen, wie ich es gern wollte. Vielleicht glaube ich mit ein bisschen. Bleibt mal hier. Gut, genau deswegen. Holz kommt gleich. Den nächsten Angriff müssten wir eigentlich ganz gut in den Griff kriegen. Und das erste Eisen kommt. Und ehrlich gesagt, ich kann mir schon die ersten Scharfschützen leisten. Ich habe vergessen, wo ich hinbauen wollte. Weil ich so toll bin. Wie üblich. So. Weiter sollten wir hier gehen. Ah, hier muss ich dann auch mal gucken. Also Venom macht uns kaputt, aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass es passiert. Und ehrlich gesagt, wenn das hier gleich steht, kann ich eigentlich hier hinten zumachen und weitergehen. Dann ist diese Ecke hier soweit erstmal gesichert. Dann kann ich hier hochgehen.
Ja, müssen die alles kriegen. Wir fangen jetzt an hier oben. Westen, so ein Zufall. In die Richtung gehen wir doch gerade. Müssen wir einfach mal schauen, wo genau die kommen. Okay, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die hier reinkommen. Ich baue mal schön in die Mitte. Dann kann ich alles gut verteidigen. Also alles andere war wirklich unlogisch. Hoch mit euch. Wir erobern jetzt. Das war was Stärkeres, glaube ich. Hier kommt auch irgendwas Stärkeres. Okay. Die teilen sich auf. Boah. Ist das gemein. Vor allem für ein Anfangsspiel. Muss ich ein bisschen mehr rumlaufen. Das müsste aber noch eine Zeit lang halten. Das rennt ja auch schon zu zweit hier rum. Doppelter Köder, doppelter Köder. Doppeltfleisch, Doppeltfleisch. Okay. Was passiert hier? Das läuft noch. Hier oben muss ich dann aufpassen langsam. Hier würde ich gerne hintergehen. Ich rechne aber wirklich hinten damit, dass ein bisschen was Schlimmeres kommt. Und langsam brauche ich mehr Arbeitskräfte. Vorrücken. Gucken wir mal kurz, wie es hier aussieht.
Ganz normal. Warum schießt du nicht auf den? Okay. Das ist deutlich heftigere Gegenwehr, als ich erwartet habe eigentlich. Nee, eigentlich ist es genau die, die ich erwartet habe, wenn ich ehrlich bin. Oh, here we go again. So, was könnte ich denn noch machen? Also mit Nahrung habe ich jetzt so meine Probleme, gebe ich ehrlich zu. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass ich hier irgendwo ein Lagerhaus gleich hinbaue. Ich glaube, darauf wird es auch hinauslaufen. Wenn die Häuser dann gleich fertig sind. Im Fall, dass es übernommen wird, dann habe ich noch ein bisschen Schutz. Ach nee, ich darf kein Lager. Also, obwohl, wenn ich Nahrungsmittel verbessern kann, kann ich ein Lager bauen. Und ich kann sogar. Die Farm erreiche ich nicht, oder? Ah. Ganz knapp nicht. Das ist sehr ärgerlich. Okay, aber ich krieg ein bisschen was. Ein bisschen was, was Nahrung gibt. Einiges sogar. Wird gemacht. Ich brauch eh Lager. Dann habe ich auch mehr Essen. Der ist auch dabei. Yes.